kein Bällchen gesammelt. Hier bin ich gerade mal am gucken, weil hier sind so kleine Pfade. Aber hier geht's nicht wirklich weiter, weil ich nämlich auf der Suche nach einem schönen Trail gerade bin. Aber hier geht's, glaube ich, erstmal nicht mehr weiter. Nur durchs Geröll gelaufen und bin dementsprechend sehr froh, dass ich meine Speedflossen habe. Ja, zur Standardausrüstung kann man eigentlich nicht viel sagen. Ich habe eigentlich fast immer ein Icebreaker-Shirt an, ein Langarm, das einfach sehr warm hält und Schweiß gut absaugt. Und dann habe ich eine Arcturix-Regenjacke an, da sie sehr gut vor Wind und Wasser abhält. Den Salomon-Laufrucksack habe ich dabei. Heute an eine Regenhose, da es heute unbeständig ist und diese auch wieder gut vor Regen und vor Wind schützt. Und meine Salomon-Speedcross, mit dem ich hier super durchs Terrain komme. Und ja, das ist eigentlich an natürlich ein Stimmband, weil der Wind ziemlich weht auf der Insel. Und das ist so das, was ich momentan hier gerne und
jetzt hier circa eine Stunde lang rausgerannt, um oben auf den Berg zu kommen. Und es ist wirklich eigentlich das perfekte Terrain, um auch mal seine Ausrüstung gut zu testen. Denn ich trage heute meine Salomon Speedcross 4. Und ich muss sagen, die haben den perfekten Grip, also gerade für dieses modrige, strüppige, aber auch echt felsige Gelände hier gibt es nichts Besseres. Und jetzt mache ich gerade hier Pause. So, jetzt sieht man hier nämlich mal die Aussicht. Also von da bin ich gekommen und bin dann hier auf diesen Stein gelaufen. Und man sieht jetzt hier das Meer. Und da hinten um den Felsen rum liegt Tromsø.